Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. In diesem Tutorial geht es darum, Fehler zu überprüfen, Fehler zu finden. Und das hatte ich euch ja erzählt in den letzten Videos, dass ich hier am Anfang in der Farbe so komische Sprünge drin hatte. Und das hat einfach daran gelegen, dass ich nicht bedacht habe, dass immer für einen Farbkanal, also für Rot, Grün und Blau, zwei Werte in diesem String stehen müssen. Und dadurch ist dann, wenn das in den einstelligen Bereich geraten ist, ist sozusagen der eine Wert von dem Grünkanal in den Rotkanal rübergerutscht und der eine Wert von dem Blaukanal in den Grünkanal rübergerutscht. Und das hat dann zu solchen komischen Farbsprüngen geführt. Und um das zu überprüfen, habe ich mir dann eben hier die Werte einfach auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Und das ist eine ganz einfache Sache. Kennt ihr im Prinzip schon, weil ich euch schon gezeigt habe, wie man ein Rechteck auf den Bildschirm setzt und wie man einen Text ausgibt. Und das findet ihr hier unten. Ich habe mir einmal also eine Hintergrundfarbe mit Yellow definiert, habe mir dann das Rechteck hingesetzt, dann habe ich die Füllfarbe habe ich wieder auf Schwarz zurückgesetzt und dann gebe ich einmal den Zähler aus, also einfach dieser Zähler, der immer um 1 hochgezählt wird. Und ich habe mir den Farbcode ausgeben lassen, den ich mir hier oben in eine Variable reingesetzt habe. Und bevor ich das gemacht habe, hatte ich das GetColor direkt hier hinter geschrieben. Also habe gleich der Füllfarbe habe ich das gleich zugewiesen. So. Und dann habe ich so gemerkt, irgendwas passiert mit der Farbe, was nicht so richtig ist. Deshalb habe ich es mir in eine Variable reingesetzt. Habe mir das ausdrucken lassen und habe dann gemerkt, hupsala, da sind ja so komische Sprünge drin. So, letzte Anmerkung zu der Fehlersuche. Wenn ihr so eine Fehlersuche macht, hier, das ist jetzt nun wahnsinnig schnell, so, und da kann man dann gar nicht mitdenken, geschweige denn richtig beobachten, wie man das macht. Und dann setzt ihr euch hier hinten einfach den Aufruf auf zum Beispiel 100 Millisekunden oder vielleicht sogar auf 500 Millisekunden, 100 Millisekunden heißt das, 10-mal in der Sekunde wird der Wert aktualisiert. Dann seht ihr nicht so viel, Moment, jetzt mal erstmal abspeichern, dann seht ihr nicht so viel an Grafik, aber ihr könnt relativ gut verfolgen, wie die Farbe sich in ihrem Wert verändert. Und darüber habe ich dann eben tatsächlich auch meinen Fehler entdeckt und habe dann ein bisschen mehr dazu programmieren müssen, damit das dann auch ordentlich läuft. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Ideen bekommen. Vielleicht habt ihr ja selber ein Programm programmiert, wo ein Fehler drin steckt. So könnt ihr dem auf die Schliche kommen, oder das ist eine der Möglichkeiten, dem auf die Schliche zu kommen. Wenn euch also das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch weitere grundlegende Zeichenfunktion mit JavaScript auf der Canvas. Bis dann!